Wenn ich sage, ich habe Depressionen, können viele Leute irgendwie damit was anfangen. Aber wenn ich sage, ich habe Angst vorm Erbrechen, sind die meisten Leute erstmal so, ja, findet ja jeder doof. Ja, ich finde es aber halt leider nicht nur doof, sondern für mich ist das eine Todesangst. Was ich auf jeden Fall immer dabei habe, sind Wechselklamotten. Einfach aus der Angst heraus, dass ich mich mal irgendwo übergeben muss. Ich habe damit gedroht, mich umzubringen, weil ich gesagt habe, ich wäre einfach lieber tot, als dass mir jemals schlecht wird. In diesem Video geht es um Angststörungen, Erbrechen und Suizidgedanken. Wenn dich das triggert, schau dir dieses Video nicht oder nicht alleine an. Ich plane meine Tage ganz unterschiedlich. Das kommt voll darauf an, ob ich einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag. Ich habe einmal die Woche Therapie. Das ist so mein Termin, wo ich mich so drauf fokussiere. Wir werden heute Bahn fahren, was sehr, sehr aufregend ist, weil ich seit März gut ein- oder zweimal mit der Bahn nur gefahren bin. Und ich bin ja sehr nervös auch. Und außerdem werden wir was essen gehen. Und auswärts zu essen ist für mich immer relativ schwierig gewesen, weil ich ja nie weiß, ob die Sachen frisch sind. Leute mit Masken triggern mich, das ständige Händewaschen triggert mich. Desinfizieren ist super anstrengend für mich, weil ich da auch eine Zeit lang einfach mir sehr häufig die Hände gewaschen habe, um Krankheiten vorzubeugen. Also die Angst bedeutet für mich eigentlich ständige Sorge davor, dass mir schlecht wird. Ständige Sorge, dass ich mich übergeben muss, ständige Sorge, dass ich nicht rechtzeitig eine Toilette finde, ständige Sorge, dass ich jemanden sehen muss, wie die Person sich erbricht und einfach genau so ein ständiges Klemmegefühl in der Brust, was glaube ich schon andere Leute vielleicht als Übelkeit wahrnehmen könnten. Die Angst vorm Erbrechen habe ich jeden Tag, habe ich 24/7. Ich wache damit auf, ich gehe damit schlafen und ich träume auch oft davon. Und als ich kleiner war, habe ich auch, keine Ahnung, wenn man die Torten, die Geburtstagskerzen auf der Geburtstagstorte ausbläst, habe ich mir immer gewünscht, ich will keine Angst mehr haben. Bei jeder Sternschnuppe, die ich gesehen habe, war mein Wunsch, ich will diese Angst loswerden. Ich habe mich vor allem dazu entschieden, heute all das mit euch zu machen, weil es für mich selber ein wichtiger Schritt ist, weil es für mich selber wichtig ist, der Angst irgendwie in die Augen schauen zu können und zu sagen können, ich habe das gemacht, das ist mein Achievement, ich bin stolz auf mich. Ich hatte als Kindheit eine Krankheit, wo ich sehr, sehr viel mit Erbrechen zu kämpfen hatte. Ich war viel im Krankenhaus. Bei mir wurde acetonämisches Erbrechen diagnostiziert. Ich musste mich einfach sehr viel, sehr lange, sehr häufig erbrechen. Und genau das war einfach für einen kleinen Körper zu viel. Viel Flüssigkeit verloren, ich musste dann an einen Tropf im Krankenhaus. Das acetonämische Erbrechen hat so ungefähr angefangen, da war ich 4 und hat aufgehört, wahrscheinlich schon mit 5, unter der Angst, davor leide ich seitdem. Ja, also ich glaube schon, dass die Krankheit maßgeblich daran beteiligt war, dass ich jetzt damit immer noch Schwierigkeiten habe. Ich habe vor 2 Jahren gelernt, dass ich einfach bestimmte Dinge bei mir brauche, die ich immer mitnehme, egal wohin ich gehe. Was ich auf jeden Fall immer dabei habe, sind Wechselklamotten. Einfach aus der Angst heraus, dass ich mich mal irgendwo übergeben muss und dann halt ja, nichts anderes zum Anziehen mehr dabei habe, was tatsächlich noch nie passiert ist. Aber deswegen habe ich auch immer eine Tüte dabei. Unterschiedlichste Arten von Stressbällen, die mir einfach in unterschiedlichen Situationen das Gefühl geben, so ein bisschen körperliche Stimulation auch zu bekommen und nicht so den Bezug zur Realität zu verlieren. Aber auch so Tigerbalsam oder bestimmte Öle, Medikamente gegen Durchfall und Übelkeit. Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Einsamkeit, weil ich mich sehr alleine damit gefühlt habe. Und ich glaube, dass ich vor vielen Dingen Angst hatte. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, ich hatte Angst vorm Alleinesein. Konnte das, glaube ich, aber in dem Alter noch nicht so richtig greifen, dass es auch Angst war, mich zu übergeben. Als ich 11, 12 Jahre alt war, ist die Angst auf jeden Fall noch mal schlimmer geworden und ich begreife bis heute nicht so richtig, was da der Auslöser war. Also vielleicht war es auch irgendwie die Zeit, dass die Grundschule vorbeiging. Ich habe geschrien, ich habe um mich geschlagen, gestrampelt. Ich hatte unglaubliche Panikausbrüche.
Ich wurde immer von meiner Mama unterstützt, immer. Aber ich glaube, es ist einfach eine sehr schwierige Zeit für eine Mutter, wenn sie merkt, okay, das Kind war oft krank, musste viel im Krankenhaus sein und jetzt hat es irgendwie so eine psychische Erkrankung davongetragen. Wenn man dann halt im Phantasialand auf Klassenfahrt nicht mit auf die Achterbahn kann, weil man eben Angst hat, dass man deswegen sich übergeben muss, dann ist es auch schwierig, den anderen Kindern das so zu erklären, weil man halt Angst hat, dass die einen deswegen dann verurteilen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, auch eine Ansprechperson in der Schule nochmal zu haben und auch jemanden Neutraleres, der nicht nur über meine Angst mit mir spricht, also auch einfach über alle anderen Dinge. Wie ist es in der Schule? Wie geht's dir gerade? Also ich muss mich da schon auch mental darauf vorbereiten, das Haus zu verlassen. Sei es auch nur zur Post zu gehen oder in den Supermarkt oder einfach nur um die Ecke. Ich finde es in der Innenstadt schon auch immer sehr stressig. Viele Situationen, wo Menschen Alkohol trinken und ich nicht weiß, okay, könnte da gleich jemandem von schlecht werden. Alles, was wir heute tun, essen gehen, Bahn fahren, alleine in der Innenstadt an einem Wochenende zu sein, ist für mich schon auch einfach ein sehr großer Schritt, den ich hier gerade mache. Es war einfach immer dieses Gefühl, was mich begleitet. Diese Angst hat sich einfach um mich gelegt, wie so ein schwerer, dunkler, alles umschlingender Mantel, den ich auch nicht ablegen konnte. Und ich hatte eine Nacht, wo mir sehr schlecht war. Ich habe einen Tisch umgeschmissen. Ich habe damit gedroht, mich umzubringen, weil ich gesagt habe, ich wäre einfach lieber tot, als dass mir jemals schlecht wird. Also meine Mutter hat mich dann irgendwann gepackt und hat mich im Pyjama unter eine kalte Dusche gestellt und gedacht, ja, vielleicht holt sie das irgendwie wieder zurück. Also es ist wirklich ein bisschen wie ein Exorzismus. Und der Notarzt war vorher auch schon ein paar Mal da. Aber in dem Fall haben die gesagt, nein, wir müssen das Kind mitnehmen. Wir können das nicht verantworten, sie jetzt hier zu lassen. Und es war auch gut, dass ich mitgenommen wurde in die Psychiatrie, weil ich dadurch einfach auch gemerkt habe, die Angst ist real. Andere Leute sehen das auch so. Die sind auch der Meinung, dass ich Hilfe brauche. Und für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Da sind Leute, die mich ernst nehmen und da sind Leute, die mir zuhören. Unsere Bahn kommt in 5 Minuten. Ich habe mich für diese Bahnstrecke entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass sie ein bisschen leerer ist als der Rest. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich sehr lange nicht mehr mit der Bahn gefahren bin. Ich bin das letzte Mal Bahn gefahren vor knapp einem halben Jahr. Ich bin sehr aufgeregt. Da kommt die Bahn. Meine Therapeutin wurde mir direkt nach der Psychiatrie zugewiesen. Es war eine sehr junge Therapeutin, die gerade so in der Ausbildung auch war. Bei ihr habe ich mich so das erste Mal wertgeschätzt gefühlt, verstanden gefühlt. Also sie hat immer gesagt, wir machen das nach deinem Tempo. Und wir haben viel auch Familientherapie gemacht, mit meiner Mama zusammen, mit anderen Familienmitgliedern, um auch einfach die Familie mit einzubeziehen, die ja einfach ein super wichtiger Part in diesem Prozess ist. Wir haben ab einem bestimmten Punkt angefangen, meine Angst sehr zu personifizieren. Ich habe einen Brief an sie geschrieben und habe geschrieben, hallo liebe Angst, ich wünsche dir eine schöne Zeit auf der Insel XY. Bis bald oder vielleicht auch nicht, vielleicht gefällt es dir ja auch da, vielleicht magst du einfach auch da bleiben. Also die Therapie hat insofern mir sehr geholfen, einfach zu verstehen, dass ich eben nicht verrückt bin, dass diese Angst real ist, dass diese Angst einen Ursprung hat und dass ich diesen Ursprung irgendwann, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, aber dass ich diese Angst irgendwann greifen kann. Also was mich in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders triggert, ist einfach die Gefahr, dass was Schlimmes passiert, dass sich jemand erbricht, dass mir schlecht wird, sowas. Also ich hätte mich nicht neben eine fremde Person gesetzt und wäre dann lieber stehen geblieben und genau, will so für mich einfach so einen kleinen Raum haben. Kannst du mir nochmal erklären, was das hier genau für Dinge sind, die dich besonders triggern? Super viele Menschen, die ich nicht kenne. Ein super enger Raum, wo Viren vielleicht um mich herumfliegen könnten, die ich ja nicht greifen kann. Einfach viele Berührungsflächen, die verunreinigt sein können. Mir geht's okay, mir geht's in Ordnung, ich schaff das, ich bin auch stolz auf mich. Das ist jetzt ein gut
gutes Gefühl, dass du die Bahn verlassen hast? Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich aus der Bahn raus bin. Das war schon auch schwerer als gedacht. Mit 16, 17 ist auf jeden Fall alles nochmal auf einem anderen Level schlimmer geworden, weil mit dieser Angststörung natürlich auch einfach eine krasse soziale Isolierung stattgefunden hat. Ich habe sehr, sehr starke Depressionen bekommen und habe mich dann selber auch mit 17 nochmal in eine Psychiatrie begeben. Ich habe vor allem gelernt, dass ich meine Gedanken rauslassen muss und vor allem auch für mich verarbeiten muss. Das hat sich dann so geäußert, ich habe mit 17 ganz, ganz viel geschrieben und ganz, ganz viel gezeichnet, ganz viel gesungen. Wenn ich sage, ich habe Depressionen, können viele Leute irgendwie damit was anfangen. Aber wenn ich sage, ich habe Angst vorm Erbrechen, sind die meisten Leute erstmal so, ja, findet ja jeder doof. Ja, ich finde es aber halt leider nicht nur doof, sondern für mich ist das eine Todesangst. Für mich war es immer voll schwierig, alles, was mit dieser Angst zu tun hatte, zu googeln. Irgendwann habe ich dann doch den Schritt gemacht und habe einfach mal Angst vorm Erbrechen im Internet eingegeben und war total überwältigt, was da für eine Informationsflut auf mich traf. Und habe dann auch das erste Mal den Begriff Emetophobie kennengelernt. Und ich dachte so, ja, das bin ich. Das bin einfach ich. Es ist so bekannt, dass es dafür einen speziellen Begriff gibt. Und das hat für mich Welten verändert. Ich konnte einfach zu Leuten gehen und sagen, ich habe Emetophobie, guck selber nach. Und ich war nicht mehr unter dem Zugzwang, immer stundenlang Leuten zu erklären, was das eigentlich ist. Und ich finde es auch einfach schön, den Austausch mit anderen Betroffenen zu haben, weil es natürlich auch super viele Dinge gibt, die ich darüber noch lernen kann. Wir sind in einem sehr schönen Restaurant in Köln, wo ich vorher noch nie war. Und ich glaube, genau das ist auch die Challenge. Ich bin gerade super aufgeregt und einfach total zittrig und nervös und unsicher. Und ich merke einfach, dass ich meinen Körper auch, also dass ich angespannt bin. Ich war seit Jahren nicht mehr in einem Restaurant, was ich nicht kenne. Deswegen ist das schon, ja, ein großer Schritt. Ich gucke immer, dass da möglichst wenig Zutaten bei sind, die ich nicht kenne oder vor denen ich Angst habe. Ja, essen gehen ist auf jeden Fall hart. Aber auch unter anderem was zu finden, was halt überhaupt vegan ist, ist hart. Also was ich gar nicht esse, sind genau tierische Produkte, Fisch, Fleisch, aber halt auch Sachen mit Milch und Eiern, weil für mich da einfach die Gefahr besteht, dass die abgelaufen sind. Also ich esse eigentlich zum Beispiel keine Pilze, weil es da einfach so ist, dass ich da irgendwie voll die frische Garantie brauche. Ich glaube, ich nehme einfach eine Pizza Margherita ohne Käse. Quasi Brot. Hallo, ich hätte gerne eine Pizza Margherita, aber ohne Käse, wenn das geht. Ohne Käse? Ich habe mit 16 angefangen, über diese Ängste zu schreiben und habe auch angefangen, mich irgendwann zu trauen, sie auch ins Internet zu lassen, weil es mir super wichtig war, anderen Betroffenen ein Gefühl zu geben von, hey, du bist damit nicht alleine. Ich bin mit 18 in meine erste eigene Wohnung gezogen und habe ein Jahr lang alleine gewohnt. Mit 19 bin ich dann in meine WG gezogen, wo ich auch immer noch lebe. Und das war aber auch ein sehr, sehr großer Schritt für mich, weil es einfach mit der Angst für mich immer unvorstellbar war, mir Raum mit vielen fremden Leuten zu teilen, vor allem eben auch Bäder. Ich suche mir meine Freunde und mein Umfeld mittlerweile schon sehr genau aus, weil es mir sehr wichtig ist, dass Leute sensibel mit meinen Ängsten umgehen, dass ich beispielsweise so Forderungen stellen kann wie: Hey Leute, ich habe ein super schlimmes Wochenende. Kann ich bitte das Bad für mich alleine haben? Meine MitbewohnerInnen schreiben beispielsweise auch immer das Öffnungsdatum auf Sachen drauf, damit ich eben sicher sein kann, dass es eben nicht seit 4 Wochen schon offen ist. Für mich ist es voll schwierig, Essen zu mir zu nehmen, was ich nicht selber zubereitet habe. Mir ist es immer voll wichtig, irgendwie die Kontrolle darüber zu haben. Wie wird das Essen zubereitet? Wie frisch sind die Zutaten? Ich weiß, dass bei Pizza mit Tomatensauce nicht sonderlich viel passiert sein kann. Und ich weiß auch, dass wir in einem Restaurant sind, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass die Qualität des Essens schlecht ist. Ich bin seit ein paar Jahren in einer Beziehung. Die Person ist super wichtig in meinem Prozess. Man merkt an so Kleinigkeiten, dass die Person super sensibel damit umgeht, sei es in einer Serie passiert was Blödes, in einem Film wird jemand schlecht und die Person drückt sofort auf lautlos, sodass ich mir das eben nicht anhören muss. Also ich glaube, ich würde mir auch den Rest der Pizza einpacken lassen, weil
ich auch einfach super nervös war. Und nervös zu essen ist auch nicht so mein liebstes Hobby. Aber ich freue mich schon, den Rest zu Hause dann zu essen. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich all das heute gemacht habe. Ich habe heute meine Angst schon auf jeden Fall besiegt und habe auf jeden Fall voll den wichtigen Schritt gemacht, um irgendwie zu sehen, ich kann das und ich schaffe das auch vielleicht, ich schaffe das auch auf jeden Fall nochmal. Ich bin super stolz auf mich und ich kann mir auch zutrauen, das nochmal zu machen. Ich hoffe mir einfach von dieser Doku, dass Nicht-Betroffene besser verstehen können, was das bedeutet und vielleicht besser nachvollziehen können, wie sich manche Leute einfach oft fühlen. Allgemein wird meine Therapie auf jeden Fall weitergehen und die wird auch sehr intensiv weitergehen. Und ja, ich werde mich mein Leben lang dieser Angst stellen, weil ich glaube nicht, dass sie irgendwann zu 100% weg ist. Aber ich hoffe sehr, dass ich irgendwann lerne, damit umzugehen, dass ich ein einigermaßen normales Leben führen kann. Ich glaube, ich schaffe es. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert True Doku und schaut doch mal bei Auf Klo vorbei.